Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Summoners War und ja, schaut euch dieses Drama hier an. Der Richtige dreht sich schon weg, der Schuldige. Ich habe gestern Abend einen zweiten Daphnis gezogen. Oh, legendäre Stücke aus dem Gildenkampf geholt, einfach mal kurz beschwört. Ich habe die Flügel im ersten Moment gesehen und habe mich eigentlich gefreut, weil ich dachte, das kann ja nur noch der Wasser sein. Und was kommt raus? Den ich schon hab und auch noch im Moment ziemlich unbrauchbar, das Monster. Fuckt mich richtig ab. Für die Leute, die Daphnis vielleicht bisher noch nicht wirklich angeschaut haben, können wir uns das Vieh mal schnell anschauen. Ja, also die Bewertungen sind eigentlich verheerend. Keiner sagt, dass der brauchbar wäre. Klar, irgendwelche Low-Level-Player. Aber die interessieren uns ja jetzt hier weniger. Ja, er ist zu den Endcontent quasi unbrauchbar. Er macht mit seinem Hellfire, ich hatte ein letztes dabei, ich habe ihn auch im Moment mehr oder weniger decent geruhnt, also ja eher Shit als decent. Ich habe ihm ein paar Leftover Runes gegeben, einfach um zu schauen, ob ich ihn vielleicht in Dragons oder so einbauen kann, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Hellfire macht im Schnitt, also die 30%, ist die eigentlich nice? Und mit Armor Break und Attack Buff 45. Hört sich im ersten Moment cool an, ich habe keine Skill-Ups drin, also das könnten gut 60, 65.000 sein. An sich super, aber er braucht halt immer einen Attack-Buff und einen Armor-Break und das passt mir schon gar nicht. Er ist relativ slow mit 98 Grundspeed. Will ich nicht, brauche ich nicht, gefällt mir nicht, fällt mir schon raus. So, jetzt ist die Frage, er hatte erst neulich einen Buff bekommen, oder einen Buff in Anführungsstriche, dass er für den Schaden, den er macht, 30% Schild absorbiert. Wow. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Absolut lame. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich soll. Mir fehlen eigentlich die Worte zu dem Monster. Keine Ahnung. Die ersten zwei Skills sind wie bei Pisama. Oder allgemein, der erste Skill ist eigentlich, glaube ich, bei jedem gleich. Ich habe jetzt die anderen gar nicht angeschaut. Der Wasser auf jeden Fall. Der Wind auch. Licht auch. Und Stark auch. Der zweite ist nur bei Licht und bei Wind anders. Ansonsten, ja, dieser AOE, der eventuell die Abklingzeit erhöhen kann. Eigentlich ganz cool. Wiederum einfach zu random. Man kann sich darauf nicht verlassen und das passt mir nicht, zu wenig Schaden dann. Nee, gefällt mir nicht. Der dritte, klar. Hier muss ich nicht sagen, wie geil der ist. Hier muss ich auch nicht sagen, wie geil der ist. Hier, oh mein Gott. Ich habe ihn zwar noch nie in Action gesehen, aber ich habe gehört, er soll ziemlich krank sein. Ich gehe mal davon aus, der ist ziemlich gut. Der Dark, keine Ahnung, hört sich für mich jetzt nicht so bombenmäßig an. Er hört die maximale Skill-Abklingzeit von allen Feinden. Ja, um jeweils eine Runde, okay. Ja, vielleicht macht er gut Schaden mit den anderen zwei, aber sonst macht er halt gar nichts. Und dann auch noch einen blöden Leader-Skill. Also ich hätte gern den Light und den Wasser und ich habe Feuer und Wind. Wind ist auch gut. Ich will nichts mehr gegen Wind sagen. Ich denke, Wind ist auch mehr oder weniger fertig. Der wird, denke ich, nicht mehr groß angepasst. Aber Feuer, da sollte doch schon dringend was kommen. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht. Und im Allgemeinen würde ich auch gern von euch wissen, wie ihr denn Daphnis oder welche Ideen ihr für Daphnis hättet, wie man ihn als Konter für irgendwelche neuen Monster verwenden könnte. Ich denke, im Moment sind eigentlich Rakan und Ciara so die Hauptprobleme vieler Spieler. Ich denke, Rakan hauptsächlich. Gibt es eigentlich einen Rakan-Konter? Ich weiß gar nicht direkt. Wasserpanda vielleicht. Aber für Rakan könnten wir uns doch was überlegen. Und das war auch so meine Idee, dass man ihm irgendwie, wie den Samurais, so eine Art vierter Skill dazu gibt, der, das gab es eigentlich bei keinem Monster und würde mir persönlich ganz gut reinlaufen. Ich hätte den gern so, dass der als vierte Fähigkeit einen passiven Effekt dazu bekommt, der beim Gegner
die passiven Fähigkeiten blockiert. Einfach solange dieses Monster lebt, sind beim Gegner die passiven Fähigkeiten blockiert. Das wäre doch mal mega krank, allein gegen Rakan. Wir nehmen ihn hier mit. Und Rakan ist einfach schon mal nicht mehr so mega gefährlich, vielleicht etwas übertrieben. Aber irgendwie sowas in der Art mit Passivblock, ohne dass man jetzt direkt jemanden angreifen müsste, wäre doch mal wirklich was Neues und was Cooles. Würde mir wirklich sehr gut reinlaufen, was vielleicht noch so als kleiner Bonus obendrauf. Wenn wir hier sehen, wir geben unsere 30% HP ja dafür her. Und anstatt dem Schild könnte einfach unsere Schwächung dafür genutzt werden, dem anderen vielleicht einen Armor Break aufzudrücken mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit. Das würde dann auch den Skill hier mega gut machen. Er bräuchte dann nur noch einen Attack Buff oder je nachdem wie gut hier der Damage ohne Attack Buff wäre, wäre das doch mega krank, wenn hier ein eingebauter Armor Break mit drin wäre und der zusätzliche Passive. Das wäre so meine Traumvorstellung. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, vielleicht mal in die Kommentare reinhauen. Aber am liebsten wäre mir, wenn ihr noch ein paar Ideen reinschreibt, dann können wir vielleicht Come to Us das Video hier verlinken und dann sollen die sich hier durchwursten. Ja, sollen sie einen Deutschen her besorgen, der die Sachen hier dann anschaut und vielleicht ein paar Ideen mitnimmt. Aber das wäre doch cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Gedanken. Haut da mal was raus. Motherfucker, Dreckstelefon. Ey. Ja gut, davon lassen wir uns das nicht abbringen. Wir machen noch einen Gildenkampf zusätzlich, obwohl wir schauen noch kurz meine Runen an, die im Moment auf ihm drauf sind. Das sind nur so wirklich Leftovers. Natürlich wieder zu wenig Speed. Ihr kennt meine Schrottrunen. Ich habe auch gerade wieder ein paar Weilendrunen bekommen. Und das ist ziemlich lustig. Speed als legendärer Substat mit drauf. Speed geht nicht einmal hoch. Und das habe ich jetzt bestimmt schon die letzten 3 Wochen, bestimmt 3 Mal oder so gehabt. Ich habe wirklich viel gefarmt. Und ich kriege auch die Runen, nur geht nie Speed hoch. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann hier wirklich nichts verbessern. Theomas hat ein Mini-Upgrade bekommen. Der hat hier diese Rune ersetzt bekommen. Jetzt habe ich endlich eine mit 12 Speed. Und zusätzlich war auch noch mehr Crit-Rate drauf wie vorher. Ja, er ist natürlich verheerend langsam, aber seine sonstigen Werte sind ziemlich gut und wieder mit Leo und so kann ich ihn immer noch gut kombinieren. Was den zweiten Skill natürlich angeht, natürlich. Ja, plus 28 ist natürlich besser wie vorher, aber immer noch Shit. Bitte schaut ihr euch das nicht an. Ich habe allerdings auch keine Speedrune für hier mit irgendwie Attack-Prozent als Substat. Von dem her, ja, was soll ich machen? Dann bleibt er halt so. Deafness nochmal. Weiß gar nicht, ich habe jetzt irgendwie, bin irgendwie abgeschweift. Gucken wir mal kurz seine Runen durch. Ich habe geschaut, dass ich so viel Crit-Rate wie möglich irgendwie bekomme. Die Rune ist sehr nice, also da kann man wirklich nichts sagen. Die ist auch cool. Da, die geht auch. Also ja, mehr oder weniger gute Runen. Das passt mir eigentlich. Zum Testen hat mir das ausgereicht, hat sogar ein bisschen live. Guter ATK-Wert, schöner Crit-Schadenwert, der ist in Ordnung. Crit-Rate muss noch ein bisschen mehr. Und Speed natürlich. Aber so einfach mal zum Schauen, was könnte aus ihm rauskommen. Für Dragons taugt er allerdings nicht, habe ich schon getestet. Ja, ich denke, das war für Deafness. Mehr Aufmerksamkeit braucht er im Moment auch nicht. Der soll erstmal seinen Buff kriegen. Und dann schauen wir jetzt noch in den Gildenkampf. Ja, ich habe das schon in unsere Statistik reingeschaut. Wir haben hier viele Loses und Draws vor uns. Oh, es scheint eine starke Gilde zu sein. Sieht man auch hier. Viel Guardian vertreten. Wir fangen mal mit einem Plus 1 an. Ich habe jetzt groß keine hohen Erwartungen, dass es hier mega gut läuft. Wir müssen auch, glaube ich, gar nicht so gut spielen, weil den schaffen wir sowieso nicht. Also egal, was hier passiert. Wir probieren natürlich unser Bestes, aber ich werde hier nicht schaffen, einen Sieg für die Gilde zu erringen. Ich versuche so viele Punkte wie möglich daraus zu kriegen. Ja. Ibra sind Stripper dabei. Das fuckt mich schon wieder ab. Beim zweiten könnten wir eigentlich. Was war hier nochmal?
In der zweiten machen wir Rakan. Und was machen wir beim ersten? Oh mein Gott. Wie hoch sind die Chancen, dass Orion hier Willeron hat? Wie hoch sind die Chancen? Da war er doch. Genau, ihr seht auch, ihr habt Defnis mal ausprobiert. Wir nehmen hier unten mal Rakan. Oben ist eine Glückssache. Da können wir verlieren oder nicht. Was könnte ich sonst benutzen? Ich bin eh nicht schneller. Egal. Machen wir uns hier keinen Kopf, sonst wird das Video wieder zu lang. Oder da wird das Video für mich zu lang. Ich muss zu viel rausschneiden und alles mögliche. Oh Gott. Bitte Orion, derb. Please, derb. Bitte, oh mein Gott. Mein Gott, habe ich ein Glück. Was? Ach Mann. Damn it. Ja gut, wir haben es trotzdem geschafft, egal. Ja, man darf auch mal Glück haben. Nach Defnis sollte eigentlich wieder die Lucky-Phase beginnen. Ja. Aber ich will mich eigentlich nicht beschweren. Net 5 ist Net 5. Das ist eigentlich schon in Ordnung. Aber ja, irgendwas Brauchbareres wäre schon besser gewesen. Genau, Rakan, zeig es hier dem Anubis. Genau, hat sie eine Revive dafür verwendet. So, der wird jetzt geheilt. Genau, von Retesh. Wir heilen mal den Panda hoch. Genau, geht schön brav auf meinen Rakan. Dann können wir hier weiter chillen. So, drücken wir dem noch ein bisschen was. Reicht das vielleicht schon? Ja, easy. Wir gehen als nächstes auf Beda. Weil die hat ja auch wieder ihren Revive. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell wäre, aber schicken wir den erst wieder ins Nirvana. Kriegen wir hier den Willebuff. Die haben jetzt allerdings auch den Willebuff. Bisschen blöd. Khan kann sich jetzt aber selber buffen. Und kann nochmal einen Turn verkürzen. Genau, jetzt haben wir schon kein Armor Break mehr. Dann gehen wir doch, denke ich mal, auf Retesh. Na? Das passt mir jetzt aber nicht, der Armor Break. Hier kommt jetzt zwar nicht so mega viel Damage rüber von den Zweien. Und schneller sind sie auch noch. Dann geben wir uns Immunität und versuchen mal Better hier auf Rakan zu provoken. Retesh kann heilen. Nee. Obwohl, war ja tot. So, dann geben wir uns einfach mal den Buff hier. Geben uns auch noch ein Schild. Jetzt kann passieren, was will. Den ersten Win hätten wir da doch jetzt natürlich schon in der Tasche. Allerdings, ja, Megan ist tot. Das heißt, Lucian hat sich wahrscheinlich erledigt. Oder hat sich eigentlich erledigt. In der Kombination auf jeden Fall. Ja gut, ein Win ist ein Win. Schon mal gut. Schauen wir gleich weiter. Vielleicht wird es ja noch, obwohl noch spannender kann es eigentlich werden mit den Orion und den Willeron. So, plus Zweier. Zweites Team, ekelhaft. 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 Gucken wir mal die Angeschlagenen. Das erste Team sieht eigentlich ganz brauchbar aus. Gewinnt das? Oh, tatsächlich. Oh. Mhm. Oh mein Gott. Hm. Hilfe. Sollen wir das hier machen? Machen wir das, komm. Da war jetzt Megan gut und dann wäre das tot. Was könnten wir statt Megan benutzen? Ich brauche auf jeden Fall irgendwas, was Attackbar bringt. Ich habe keine Immunität, das ist blöd. Copper Bulldozer bin ich zu langsam wahrscheinlich. Hier scheint irgendeine Falle eingebaut zu sein.
Ja. Lass mich mal überlegen. Wir machen das so. Aber sind wir schneller? Natürlich. Mein Orion wird ja wohl schneller sein als die Kombi hier. Das müsste doch eigentlich passen. Und unten. Unten wird es auch relativ kritisch. Der Pörner wird mega stark sein. Tippe ich schwer. Ich könnte ja mein stärkeres Team bringen. Allerdings zwei Wasser. Viel Attackbar, die mir durch Orion verloren geht. Und viel Armor Break. Uff. Schneller sind wir auf keinen Fall. Das würde eigentlich Leo bedeuten, aber Pörner habe ich zu viel Angst. Was könnten wir denn da nehmen? Ich glaube nicht, dass die Orion die Willeron hat. Was habe ich denn noch hier in den Auswahlmöglichkeiten? Ja, ich kann auf jeden Fall nicht luschen, das geht überhaupt nicht. Ihr könnt irgendwas anderes probieren. Rakan können wir eigentlich stehen lassen, der ist relativ tanky, der ist eigentlich wirklich sehr tanky. Wiederum, wir brauchen irgendetwas, was mich boostet, so wie ihn Orion. Überlegen wir mal, wir würden Konamiya einbauen. Wenn wir dann noch Banner hätten, Banner wäre wiederum wahrscheinlich tot, wenn hier alles shit läuft. 34k, Und keine Willeron. Wir könnten allerdings, wir könnten unten dann Orion nehmen und oben, was haltet ihr von dieser Kombi hier? Wenn wir dadurch einfach... Hey, wo ist er denn da? Wenn wir einfach Immensity nehmen und das dann so machen... Erhöht die Crit-Rate. Oder wir machen es so. Dann hätte ich Orion unten. Das wäre okay. Und dann könnten wir... Obwohl oben, das probiere ich so. Vielleicht ist das eine gute Kombi. Das müsste eigentlich passen. Geared of Tyron, dann gefriert er nicht. Ja, er ist doch wohl relativ lang. Ah, mal schauen, mal schauen. Ich denke mal, oben können wir es so lassen. Was nehmen wir? Wir könnten hier noch sowas mitnehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so schwer sein könnte. Oder sollen wir einen Darion mitnehmen oder so, einfach als Tank, um die erste Welle hier auszuhalten? Eieiei. Sollen wir das mal probieren? Oh mein Gott! Oder ein Theomas mitnehmen. Der würde das erste Drama ja auch überstehen. Was hätten wir denn sonst noch?
das genug Hitpoints hat, um den Pörner hier auszuhalten. Wir könnten selber Pörner mitnehmen, könnten dann einmal sterben. Allerdings sind wir dann relativ weak gegen die an. Wir machen es so. Fuck it. Wir gehen hier mal volles Risiko und probieren mal eine neue Comp aus. Wir haben da mehr oder weniger nichts zu verlieren. Okay, wir sind auf jeden Fall der Erste. Wir gehen auf Tyron. No. Okay. Passt mir zwar auch nicht. Oh, der ist mega stark. Holy shit. Wir pushen. Hm. So, wir versuchen den Theomastus dann. Leck mich doch. Der Tyron überlebt, ich glaub's nicht. Also Leo ist auf jeden Fall tot, da können wir jetzt machen, was wir wollen. Wir töten Tyron. Wir töten Jasun. Schade. Leo verloren, äußerst ungünstig. Eieiei. Aber wir haben es geschafft. So, er hat gedörbt. Naja, das haben wir jetzt auch wieder nicht richtig austesten können, ob das funktioniert. Mir soll es recht sein, aber ja. So, Orion. Sollen wir einfach mal Galen hier wegräumen? Ich denke, das ist das Sinnvollste. Mit 100% Crit-Rate nicht allzu schwer. Wir haben den Pörner jetzt mal gewiegt. Okay. Ah, Armor Break, das passt mir jetzt nicht so. Das kann ich nämlich auch. Oh, Darion. Natürlich, Violent Bock. Piece of shit. Die Frage ist, geht Pörner jetzt auf Orion oder nicht? Nee, geht er nicht. Downstrip. Eieieiei. Holy shit. Oh oh. So, jetzt müssen wir Pörner töten. Oh mein Gott. Ei, das darf nicht wahr sein. Orion gegen Orion. Okay, das war schon mal gut. Allerdings bin ich hier nicht violent. Und kriegst jetzt genauso ab. Ja, ich scheine hier im Nachteil zu sein. Fuck, und Rakan verloren. Die ganze Arbeit für nichts. Oh, fuck it. Verschwenden wir keine Zeit mehr hierfür. Und Rakan verloren, wir hätten sollen aufhören. Oh nein. So, das war schon mal blöd. Dann schauen wir mal hier den vordersten. Oh mein Gott. Oh Gott, die Flügel überall. Wir probieren den hier. Das wird ein mega Drama, ich sag's euch. Oben haben wir brutal viel Immunität. Wir werden hier irgendwo diese Kombi einbauen. Machen wir unten. Ja, wegen Immunität. Unten haben wir eigentlich keine Immunität. Oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt geht. Copper Bulldozer. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Was anderes habe ich nicht. Probieren wir es einfach. Oh, Rakan. Fucking Pörner. Der Pörner hat richtig reingehauen. Holy shit. So, wen töten wir? Bella ist gefährlich mit Armor Break. Wusa kotzt mich an. Könnte aber hier. Nee, wir töten Bella. Bella ist sicher tot. Und
Bulldozer geht jetzt auf Rakan. Nicht. Wir lassen Bulldozer hier auf Rakan gehen und opfern hier nicht unsere Windunits. Die Crit-Rate ist hier einfach zu hoch. Vielleicht reicht das ja schon. Oh, dammit. So, jetzt haben wir keinen Crit-Buff mehr auf Bulldozer. No. Jetzt hat er auch noch ein Schild. Immensity kann noch eine Runde tanken. Oder? Nee. Kann er nicht. Okay, wir sind gefickt. Wir sind komplett gefickt. Ja, das war's. Oh, schade. Reicht's vielleicht? Nee. Obwohl, wir brechen nicht ab, komm. Probieren wir es. Denke zwar nicht, dass es was wird. Nee, nee. Nee. Garantiert nichts, hat auch noch ein Schild. Fuck it. Ey, das kotzt mich an. Ich glaube, der Orion kommt zwischendrin. Wir sollen ihn zurückschlagen. Betäubt, Homunculus, natürlich. Genau, Brock Violent am besten. Meine Brock, please. Hey, bitte kein Crit. Nein! Dammit, echt. Und kein Armor Break. Darf doch nicht wahr sein. Zumindest ein Stun. Bringen wir auf dem Rest auch noch Armor Break. Wir bringen hier noch einen Armor Break drauf und hoffen wir, dass Homunculus seine zweite Attacke verwendet. Ja. Nun reicht das auch überhaupt. Hat das überhaupt Damage gemacht? Muss ich mal schauen, dass jetzt hier bitte ein Crit. Na, vielleicht wird das noch was. Ein Armor Break. No. Oh, sein Schild ist riesig. Oh mein Gott. Strip das Schild. Nice. Den Anubis, der wäre gestunt. Dann schlagen wir den zurück. Gehen hier mit der ersten Attacke drauf. Brocken. Jetzt hat er ein Schild. Oh mein Gott. Wir strippen das Schild. Natürlich. Danke, Orion. Sehr nice. Armor Break. Ey, hat das wieder nicht gereicht. Ich glaub's nicht. Fucking Galleon. So, das muss jetzt aber reichen. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen hier. Stipp das Schild, Armor Break. Oh, alles perfekt. Erste Attacke sollte reichen. Gott, immer noch ein Draw. Zwei Draws. Ja, das war jetzt nicht so mega erfolgreich, obwohl... Egal, eigentlich egal. Wir haben ein tolles Net 5 gezogen. Was mache ich mit dem? Ja gut. Vergesst bitte nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie ihr denn gern Deafness hättet. Und ja, lasst euch was Lustiges einfallen und vielleicht auch zusätzlich noch was Normales. Und dann verabschiede ich mich. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.